Servus Leute, willkommen zurück zu Super Mario 64. Wir gehen nochmal in die Regenbogenraserei. Suche das Haus im Himmel. Haus im Himmel? Frau Holle war es, glaube ich. Die ihr Haus im Himmel hat oder so. Und wenn man dann... Also... Da war ein Mädel, eine Tüchtige. Die hat... Die Arbeiten von Frau Holle, die sie aufgetragen wurde, erledigt, hat dann Kissen ausgeschüttelt, da hatte Fingers an zu schneien. Und dann ging sie irgendwie zu einem Tor und wurde dann mit Gold belohnt und ihre Schwester oder so ähnlich, die eben faul war, hat nicht geholfen, ging dann auch zu einem Tor und dann wurde sie mit Teer übergossen. Wie war denn das nochmal? Oder ist das ein ganz anderes Märchen, was ich gerade im Kopf habe? Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls war ich heute unterwegs, einkaufen, ja, weil Auto und so weiter, aber ich habe ja zum Glück hier das Gerät, mit dem ich das Auto immer wieder Starthilfe geben konnte, also konnte ich auch immer fahren. Dachte mir so, oh, ich habe jetzt so Bock auf Nussini. Also Milka, die Milka Nussini, die kennt ihr ja, glaube ich. Ich hatte so Bock auf die, so richtig. Und dachte mir so, oh, die hole ich mir jetzt. Musste mir sowieso noch ein paar andere Dinge holen, weil ein WC-Reiniger hatte ich keinen mehr, Toilettenpapier habe ich mir auch geholt. Brot, ganz wichtig, weil das Brot von Lidl, oh, das ist das beste Brot, was es gibt. Nein! Oh, danke. Habe ich gleich mal... Hau ab! Habe ich gleich mal mehrere Brote auf Vorrat geholt. Und dachte mir so, oh, Nussini, jetzt richtig Bock drauf. Hehe, Fehlanzeige, das gibt's nicht. Shit! Oh! Oh! Ja, hab geguckt, gibt's kein Nussini. Ja, zum nächsten Laden gibt's kein Nussini. Zum nächsten Laden gibt's kein Nussini. Und ganz im Ernst, zu einem vierten Laden zu fahren, dafür war ich zu faul. Also, da hat man einmal so richtig Gust auf was. Und dann das. Deswegen habe ich mir was anderes als Ersatz geholt. Was habe ich mir jetzt nochmal als Ersatz geholt? Bin ich doof? Toll, ich habe vergessen, was ich mir als Ersatz geholt habe. Dabei liegt es da hinten in der Schublade drin. Ja, ich bewahre meine Süßigkeiten in der Schublade auf. Lasst mich. Jedenfalls habe ich mir auch Soletti geholt. Vor allem die Babybrezeln. Toll. Ich liebe sie, die Babybrezeln. Oh, geil. Jedenfalls, das war so das Aktuellste quasi. Also, meine Tage sind ja recht langweilig immer. Außer ich bin in der Arbeit oder so. Aber nein, weil die Olle ja meinte so, ach ja, yeah, der Personalleiter ist gerade nicht da, jetzt kann ich machen, was ich will. Schmeiß ich dich einfach mal raus, Wolf. Ich weiß zwar, dass er es eigentlich rein rechtlich gar nicht darf, aber... Da kommt wieder das Thema Leasingarbeiter ins Spiel, weil... Ein Leasingarbeiter hat ja laut Gesetz so gut wie keinerlei Rechte. Was schade ist, aber gut. Kann ich ja nichts machen. Leben kann ich gut gebrauchen. So, jetzt habe ich das Haus im Himmel. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Mein Hirn ist schon die ganze Zeit am Ackern, was ich nach Super Mario 64 als Let's Play mache. Also, ein Mario-Spiel, darauf habe ich jetzt Bock. Die Frage ist nur, entweder Super Mario Galaxy? Schau dir den Regenbogen an. Oder Super Mario Wonder. Den Regenbogen anschauen. Wie das Vieh da wartet, seht ihr es? Regenbogen anschauen. Wo muss ich denn da hin?
Da war das Haus im Himmel. Da ist das Luftschiff. Hä? Da ist die Macht der Dreiecke. Da hinten haben wir einen Stern. Da sind die roten Münzen. Sind 5. Bin ich bescheuert? Wo ist denn der letzte Stern? Müsste eigentlich auf dem Schiff sein, weil was anderes fällt mir gerade nicht ein. Na, herrlich. Ich glaube, diesen Stern kenne ich auch nicht. Na, super. Ist das nicht geil, einen Spieler zuzugucken, wenn er nicht weiß, welchen Stern er sich holen muss? Das ist alles Zeitverschwendung, was ihr seht. Okay, da vorne sind die roten Münzen. Da ist ein Stern. Da links ist ein Stern. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Beim Haus ging es nicht weiter. Beim Schiff ging es nicht weiter. Außer... eventuell da hinten diese hinterm Schiff dieses diese Box war da, die habe ich aus dem Weiten gesehen, aber ich weiß nicht, was da drin ist. Vor allem der Hinweis sagt mir auch gar nichts, schaut den Regenbogen an. Es sind überall Regenbögen. Da schwebt das Vieh durch die Gegend. Ich dachte schon fast, das wäre ein Stern. Das Schräge da. Ah, das eventuell. Bei, ich muss da kurz rauf. So. So, schauen wir mal. Schräge Plattform da. Oh. Ich wollte dich gar nicht killen, aber okay. Okay, werden wir das mal. Toll. Oder ist das der Rückweg? Toll, jetzt habe ich es verbockt. Naja. Und der Dachtsterne sieht ja schon nicht schlecht aus, aber wenn ich dann denke, dass Ghoulie Wakumba noch kommt, fast komplett, dann brauche ich noch ein paar geheime Sterne. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Wobei, einen weiß ich, der ist bei Bowser. 3 brauche ich. Wobei, sind die geheimen Sterne auch Suche die 100 Münzen? Das muss ich direkt mal testen. Ich habe eh noch Atlantis Aquarius, sage ich, hier. Jolly Roger Bay heißt das auf Englisch. Piratenbuchtpanik, genau. Ich habe eh noch die Piratenbuchtpanik. Für die 100 Münzen, das werde ich das mal testen. Ich werde da mal die 100 Münzen gleich sammeln. Und werde dann schauen, ob das ein versteckter Stern des Schlosses ist. Das heißt, wenn ich den Stern hier jetzt finde, werde ich mal speichern und beenden, auch wenn ich meine Leben dann verliere. Dann werde ich mal schauen, wie viel versteckte Sterne ich habe. Dann werde ich die 100 Münzen holen und schauen, ob sich da was ändert. Weil bei Ghoulie Wakumba brauche ich... Brauche ich da die 100 Münzen? Ich glaube nicht.
glaube, die habe ich schon. Was sind denn das für Münzen da unten? Und das einzelne Leben da. Achso. Okay, theoretisch müsste da hinten. Ich meine, ich wüsste ansonsten nicht, was ich hier noch machen sollte. Ah, hau ab, du Viech. Du nervst, Kumpel. Ah, da ist die Kanone, okay. Ah, mein Telefon. Ich will eigentlich nicht... Wo sollte ich mich mit der Kanone... Da oben! Wo sollte ich mich mit der Kanone großartig hinschießen? Ja, der Wind ist nur bei mir. Da! Ich brauche die Kanone dafür. Kanone zeigt doch noch in die richtige Richtung. Oh. Wehe. Der Typ. Geil, den Stern kannte ich auch nicht. Was wird denn da gepiept? Was sagt das Handy? Ja, Autoversicherung, danke. Das weiß ich auch. Schau dir den Regenbogen an. So, weiter. Ach so, nee, ich wollte... Ende. Wobei, ich kann auch so nachgucken. Tic-Tac-Trauma. Geheime Sterne 12. Gut. 1. Hä? Mir fehlen trotzdem 2. Okay. Ich würde jetzt eigentlich Gulliver Gumba machen. Aber komm, mach mal Piratenbucht Panik und mach mal alle 100 Münzen. Ich würde das Level eigentlich als letztes machen. Nee, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich mach das nicht zuletzt. Ich mach jetzt nicht die 100 Münzen, ich mach es zuletzt. So. Ein gutes Level soll auch zum Schluss gemacht werden. Weil im Ernst, wenn ich Gulliver Gumba da als letztes Level habe, dann kriege ich die Krise. Krise. Weil Gulliver Gumba mag ich nicht. Ich meine, zur Not hätte ich noch die grüne Giftgrotte, die ich auch liebe. Pflück die Schnapp-Piranha. Ich muss ja nochmal den schnellen Koopa besiegen, das weiß ich. Aber wie ist das mit der Schnapp-Piranha gemeint? Das verstehe ich nicht. Ich habe so ein bisschen Angst. Gibt es hier auch den? Wobei, ich versuche was. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das möglich ist. So, hoch! Ich muss aufpassen. Genau. Ja, das ging easy. Aber was ist mit der Schnapp-Piranha gemeint? So war das ja auch geplant, hier dieser Stern. Gib dich zur Spitze der Insel. Spring mal ins kleine Gemälde rein. Denn wenn man hier reingeht, dann wird alles klein. Okay, das war der zweite Stern. Komm nur her! Nein!
Hau ab. Leben. Ah, fuck, das war so nicht geplant. Och, ich hasse diese scheiß Schwimmmechanik. Gibt nichts Beknackteres hier. Da ist die Schnapp-Piranha. Ich hab sie gepflückt. Da ist eine Insel. Ist die Insel weg? Wow! Kann es sein, dass ich Schnapp-Piranha sie pflücken kann? Weggekickt. Ich pflück euch. Da. Das erinnert mich an dieses Pflanzenhüpfen. Von Mario Party 1. Das ist ein Mario Party Spiel. Da unten ist dieser Drecksfisch, der mich instant deffen kann. Ein Haps und ich bin weg. Kennt man auch. Gutes Beispiel aus Mario Bros. 3. Aber hier ist es, glaube ich, ein Cheep-Cheep, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Pflück die Schnapp-Piranha. Oder pflücke. Ich sag pflück. Irgendwie. Meistens lasse ich den letzten Buchstaben weg bei solchen. Nein. Bei solchen Wörtern, weil irgendwie. Ergibt sowieso keinen Sinn. Nein! Gott! Mario, du dreckiges Stück. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Da hinten. Seht ihr es? Also, es ist eine Münze. Wie komme ich denn da hin? Ah. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber okay. Ja, genau, ich springe einfach. Jetzt offensichtlich wegen der Münze. Warum? Können die Kugeln mir schaden? Ich meine, ich bin doch viel größer. Da ist auch was. Da ist die Bombe, okay. Sorry, musste sein. Bom, bom. Ah! Wo ist denn die Bombe? Da. Eins. Die Eins. Ist ja auch wieder so ein Zeug von wegen erreiche das und das. Oh, wer machen wir da? Den schnellen Cooper. Boom. Ist auch was. Hau ab. So. Ich wette, da oben ist die 2. Stimmt, man kann sie ja nicht seitlich entlanghangeln wie Banjo. Kann er sich wieder nicht drehen. So, haben wir eine 2. Okay, es geht. Eine 3. Irgendwas ist gerade gestorben. Du bist gerade eben rausgesprungen, Mario. Danke. Ich habe eine 3.
Frage ist nur, was muss ich noch holen? Da oben eventuell. Ja, ja. Hm. Komm ich da überhaupt nicht lang? Du Hund! Ganz vorsichtig. Wahrscheinlich ist da hinten auch noch eine Zahl. Es könnte dauern. Ich kann mich nicht umdrehen. Ja, ich komme nicht voran. So geht's. Shit! Hör auf! Na gut, dann nehmen die andere Methode. So! Eine 4. Ja, hör auf. Fuck you, Game! Aber sowas von. Mama mia. Ah, ich weiß auch gar nicht, was ich da machen muss bei den Zahlen. Ja gut, dann mache ich nochmal Koopa platt. Er hatte schon mal ein paar Zahlen und dann das. Das Vieh da oben kann abhauen. Oh nein, der Fisch, oder? Rechts ist der Fisch, er will mich fressen. Schnell weg. Gut. Da hinten ist Koopa. Links! Rechts meine ich. Erst rechts, dann links, so. So langsam rutsche ich vom Stick ab. Das ist das Problem an den N64 Joystick. Da ist kein Schutzfilm oder irgendwie sowas drauf. Das ist einfach nur das Plastik an sich. So, da hinten. Ich glaube, Koopa wird mich platt machen. Aber ich versuch's trotzdem. Wo ist er? Der war doch gerade da. Oh, da ist das Ziel. Und mit Koopa weit, weit da oben, oder? Das heißt, ich muss da echt so rückwärts laufen, oder? Okay. Wenn ich den Dingern nicht entgegenlaufen muss, ist das eventuell sogar ein Vorteil. Das Vieh da soll abhauen. Ja, genau. Koopa war da. Verpiss dich. Unnützes Vieh. Ja, lang ist her. Haha. Revanche. So. Ich gegen ihn. Ich weiß, mit Weitsprung. Fuck. Ich weiß, mit Weitsprung ist man schneller. Ja, ja. Ah! Man darf nicht springen. Er hat gewonnen. Aua. Ich bin von der Schildkröte geschlagen worden. Hast du irgendwie Lust auf eine Revanche oder so? Willst du dich nochmal gewinnen?
Lass los. Dummer, blöder. Ja, dummer und blöder. So, Koopa ist jetzt wieder... Oh, du kannst ja gar nichts. Scheiß Kameramann. Immer dasselbe mit den Kameramännern. So, das heißt, ich muss hier wirklich echt gut... gut Zeit rausholen. Ihr könnt mich alle kreuzweise. Verpiss dich. Du bist so dumm. Dann scheiß doch drauf. Nächstes Mal geht's hier weiter. Das war Super Mario 64. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.